Downsizing, Downsizing. Jeder kennt es, beziehungsweise alle Auto-Enthusiasten haben diese Begrifflichkeit schon gehört. Aber damit haben wir heute nichts am Hut und wollen uns auch nicht damit beschäftigen. Wir beschäftigen uns heute hiermit. Einen Porsche 911 aus 2014, 3,8 Liter Saugmotor. Ich bin Dirk Holtermann von der Extravaganz, Automotive Consultant. Und jetzt unterhalten wir uns über dieses Fahrzeug. Was haben wir hier? Wie gerade erwähnt, ein 911 aus 2014, 4S mit 400 PS, in Basaltschwarz Metallic. Warum haben wir das Auto eigentlich hier? A, weil wir das immer präsentieren wollen und euch näher bringen wollen, aber weil wir halt auch einen Geschäftspartner und Freund haben, der uns beauftragt hat, dieses Fahrzeug zu vermarkten. Die Gunst der Stunde nutzen wir und bringen euch das Fahrzeug mal näher, um zu zeigen, was 2014 schon machbar war. Wie gesagt, Fahrzeug steht in Basalt-Schwarz-Metallic da. Wie sich's gehört bei so einem Fahrzeug, Steinschlagschutzfolien im Frontbereich drauf, sowie auch an der Seitenpartie. Ab Werk, ne, ist sowas dabei. Beim 4S ist auch der Kotflügel breiter als beim normalen S. Ja. Genau. Kombiniert, zum Interieur kommen wir gleich, steht das Auto halt hier in schwarz, schwarzes Interieur mit titangrauen Felgen, in einer Sportabgasanlage, die gleich, ihr werdet es gleich hören, den klassischen Porsche Boxster Sound noch herstellt, was man außen auch sehen kann und darf und sollte. Was nicht oft ist, ist das Schiebedach bei solchem Fahrzeug. Genau, das ist mal ganz wichtig, solche Dinge, klar. Wo tanken wir? Hier vorne rechts, logischerweise. Ja. Das ist halt ein Sportwagen, ne? Ein deutscher Sportwagen. Es gibt auch französische Sportwagen, da tanken wir auch vorne rechts. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Ich würde gar nicht lange rumquatschen. Lass uns einfach mal reinsetzen. Martin, kommst du drüben? Soll ich die Tür fix aufmachen? Läuft. Ich stecke nur kurz mein Mikro um. Beim Aufmachen wirst du schon sehen, an den Sitzen 18-fach verstellbar und sind auch Ausstattungsfeature, die nicht Standard sind bei solchen Fahrzeugen. Gepaart mit den, das sehen wir dann wieder nur hier drüber, mit der Memory-Funktion, aber das ist halb so wild. Ich zeig's es kurz. Genau, elektrische Sitze verstellbar, Memory-Funktion und dann das Bose Soundsystem. Ja, jetzt haben wir hier noch vom Kunden zwei, drei Dinge drinnen liegen, aber das ist erstmal halb so wild. Ist halt so. Genau. Setzen wir uns rein? Klar. Ich nehme nur mal kurz den Schlüssel weg. Ah, oh, ist das schön. Ist halt ein Porsche, wa? Ist halt ein Porsche. Left Hand. Ja, so sagt man, also linke Hand haben wir einen Schlüssel. Der hat Keyless Go, das heißt den Schlüssel lasse ich einfach in der Jacke oder lege ihn sonst wohin. Wichtig ist nicht vergessen. Dann machen wir das Schmuckstück mal an. Ja, und deswegen liebt man halt Porsche. Ne? Wir haben gleich gehört, Klappe ist aufgegangen beim Starten. Und ja, wie die Klappe auch sonst so aufgeht während der Fahrt, könnt ihr hier zum Beispiel einstellen. Wir haben hier die unterschiedlichsten Bedienelemente, wo wir die Modi einstellen können. Aber die coolste Taste ist erstmal die und man hört es gleich. Ja, Klappe steht, ist offen. Über den Sport Plus Modus. Damit wir draußen halt auch viel Fahrspaß haben wollen, ist das natürlich die Taste, die wir gerne beanspruchen. Wir machen es einfach wieder aus, damit wir hier Klappe zu, uns alle gut hören.
Was bei dem 214er Modell in dem Lenkrad noch ein Thema ist, was man daran halt so gut erkennt, wenn man hier die Modi einstellt, hat man hier nochmal den Hinweis, in welchem Modi ich fahre, bin, beziehungsweise Sport, Sport Plus. Aus. Ja, so einfach ist es. Was bringt der Carrera noch mit sich? Neben der Sitzheizung nicht oft eine Sitzbelüftung. Die leuchtet dann halt einfach blau. Martin, ich mach's dir mal an, falls dir zu warm ist hier drin. das Navigationssystem etc. pp., was alles zur damaligen Zeit auch schon mit Standard, Sascha, Touchscreen etc. alles ist, ja, ganz normal. Radio, Media, Bluetooth, ja, Navigation, Map, ist alles da. Ja. Wir können das Soundsystem einstellen, wo wir hier Bose verbaut haben, original. Das sind ja, solche Dinge, aber mal ganz ehrlich, wer braucht bitte schön jetzt ein Radio bei so einem Auto, weil ich genieße lieber den Motorsound und den Auspuffklang. Des Weiteren haben wir bei dem Fahrzeug neben der Klimaautomatik ein Ausstattungsfeature, das ist ein Sport-Chrono-Paket, wo ich dann halt auch quasi den Laptimer einstellen kann und setten kann. Ganz wichtig bei solchen Fahrzeugen, meiner Meinung nach, essentiell im Fahrzeug. Muss dabei sein, um möglicherweise einen möglichen Wiederverkauf einfach darzustellen. Dann haben wir, sehen wir jetzt nur linker Seite von mir, das Thema ACC, ja, Tempomat. Sollte, muss drin sein. Macht sich halt auch einfach zum Verkaufen. Ob man das jetzt anmacht oder nicht, das sei ja jedem selbst da hergestellt. Also auf der Autobahn, wenn ich da mit Vollgas unterwegs bin, dann brauche ich den jetzt nicht wirklich, weil dann fahren wir ja so. Was ich persönlich sehr, sehr interessant finde, ist, selbst wenn ich einfach nur ein schwarzes Lederlenkrad habe, so wie er hier, selbst die Nullstellung des Lenkrads hier oben nochmal eingearbeitet habe. Wo andere Hersteller, aber nicht nur Porsche, aber selbst Porsche auch, das farbig gerne abhebt, ist es bei dem Modell halt in schwarz eingearbeitet. Weiteres Ausstattungsmerkmal, Alcantara Dachhimmel, und wie gesagt, Schiebedach. Ja. Das sind die wichtigen Dinge, die unabdingbar sind, um so ein Auto eines Tages oder vielleicht nicht eines Tages, sondern zeitnah möglicherweise gut zu vermarkten. Der Markt gibt es gerade her, wenn man sich das anguckt. Wir haben eine Preisrange mittlerweile für gebrauchte Kilometer, technisch 2014 Erstzulassung, 40.000 Kilometer, liegen wir im Bereich zwischen 90 und 110, je nach Zustand, Ausstattungsvariante. Da kommt es wirklich auf jedes Detail an. Entschuldigung, das ist das Allerwichtigste, dass man sich das im Detail anguckt. Was hat er noch? Ist für mich auch immer ganz wichtig, das eingeprägte Porsche-Wappen in den Kopf stützen. Ja, wenn man das einmal gehabt hat und gesehen hat, möchte man das, es gehört für mich, ganz wichtig, gehört zur Ausstattung dazu, es ist ein Must-Have. Weil, klar, wir wissen, dass wir uns einen Porsche reinsetzen, aber es wertet das Auto halt einfach wieder ungemein auf. Ja, hinter uns, ja, wir reden halt vom Carrera, Ja, ist ja nicht schlimm. Fahren wir halt zu zweit. Ja. Deswegen, kurzum zum Interieur. Dann würde ich sagen, was ich beim Ausstieg noch sehe, beleuchtete Einstiegsleiste. Ja. Gucken wir mal, ob die. Nee, das machen wir, wenn wir die Tür aufmachen, leuchtet die halt. Das ist ein wichtiger Punkt. Das sind so Annehmlichkeiten, aber die werten natürlich das Auto ungemein auf im Wiederverkauf. Ja, und das ist das halt, was wir auch immer wieder feststellen, desto spezieller das ganze Thema wird, desto mehr sind diese Details gefragt. Und da achten wir natürlich auch drauf, um entsprechend die Partner, die Freunde, die Anfragen so zu beraten, dass sie möglichst dort gut positioniert sind. Mag sein, ja, dass das mehr Geld kostet, aber hinten raus ist das definitiv die bessere Entscheidung und daraufhin arbeiten wir und beraten halt entsprechend die Leute. Ja, und das war es theoretisch schon zum Porsche. Dadurch, dass wir jetzt hier Anfang Februar leben, macht es jetzt nicht wirklich Sinn, da draußen mit der Kiste rumzudonnern, weil da haben wir alle keinen Spaß. Sobald es draußen besseres Wetter wird, ja, sind wir auch wieder draußen auf der Straße unterwegs. Nicht nur mit einem Porsche, vielleicht mit einer Alpine,
aber vielleicht auch mit ganz anderen Sportfahrzeugen. Von daher war es das erstmal meinerseits. Ich steige hier aus und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, kontaktiert uns, schreibt es in die Kommentare. Ganz wichtig, Channel abonnieren, ja, wie das halt so ist. Und das Allerwichtigste, was über dem da steht, einfach Spaß haben. Vielen Dank.